Wilseder Bergen will ich heute ersteigen. Das hatte ich schon lange mal vor. Liegt in der Lüneburger Heide, kurz vor Hamburg, so etwa 70, knapp 80 Kilometer entfernt von meinem Zuhause. Ja, was ich nicht erwartet habe, ist, dass hier doch relativ viel Tourismus ist. Ich drehe einmal die Kamera. Geparkt habe ich den Wagen in Undeloh, hatte eigentlich vor, bis Wilsede zu fahren, über die Dörfer. Hat aber nicht geklappt, weil diese Straße, die ich jetzt hier gerade eben gezeigt hatte mit den Kutschen, für Autos gesperrt ist, und so musste ich den Wagen in Undeloh parken. Allerdings gab es auch Parkflächen. Das soll jetzt noch so 2,7 Kilometer bis Wildstedt sein. Ich weiß nicht genau, wie viel es noch ist bis zum Wilseder Berg. Könnte ähnlich sein. Mal schauen. Wetter ist heute sehr durchwachsen. Es gibt, ich zeige mal den Himmel einmal. Es gibt so ein bisschen was mit Blau. Es gibt aber auch wieder Regenwolken. Es ist eigentlich alles dabei. Ja, der Weg hier zu dem Berg, der ist doch ziemlich stark frequentiert durch ziemlich viele Wanderer. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass hier so viel los ist. Aber egal, ich bin hier, ich werde mir das mal anschauen und werde da jetzt mal ganz gemütlich hinlaufen und schauen, ob ich noch ein paar schöne Bilder einfangen kann. Hier sieht das eigentlich ganz nett aus in der Heide, kann man wirklich nicht meckern. Ob man hier quer oder cross durchlaufen darf, weiß ich jetzt auch nicht. Bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube eher nicht. Muss mich nochmal informieren. Und dann gehe ich jetzt mal los und denke, dass ich noch ein, zwei, drei schöne Stunden haben werde. Ist hier ziemlich viel Kutschverkehr. Eine nach der anderen. Sonne, Wolkenmix, ist hier gerade ein richtig frischer Wind entstanden. Hoffentlich hält man die Frisur. Also bei dem, was hier an Menschen und Kutschen vorbeiläuft oder rumläuft, wird auf dem Berg sicherlich ein richtiges Gedränge sein. Wahrscheinlich muss man ein Ticket ziehen, um da hochzukommen. Letzten Winter habe ich mich übers Internet mal so ein bisschen über die Lüneburger Heide informiert. Und da stand, dass die Heideblüte von Mitte August bis Mitte September sein soll. Ich finde die Blüte hier noch sehr, sehr dünn. Wir haben jetzt den 19. August und es sieht so aus für mich, als ob die Blüte jetzt gerade so ganz langsam anfängt. So richtig lilane Felder sieht man noch gar nicht. Ja, wahrscheinlich liegt das an dem schlechten Sommer, den wir hatten. Der war einfach zu nass. Guck mal, ich bin auf dem richtigen Weg. So weit ist es gar nicht mehr. So, ich verlasse jetzt diese Schotterstraße. Jetzt geht es ein bisschen auf so einen kleinen Wanderpfad weiter. Thank you.
wüsste, was das ist. Lecker sieht er aus. So, da unten auf dem Touristenweg, da ist mal einfach zu viel los. Ich bin jetzt mal ein Stück in den Wald reingegangen und guck mal, ob ich hier eine Abkürzung nehmen kann. Und da sehe ich auch schon was Interessantes. Einen dicken Stein. Eine alte Steinmauer. Ein Denkmal. Ein Kriegerdenkmal. Ja, hier komme ich nicht weiter. Das sieht hier nach einem Pferdestall aus. Hier eine Pferdewiese. Ich muss hier wieder zurück auf den Weg gehen. Naja, ich denke mal, der Pferdestall ist schon längere Zeit nicht mehr benutzt worden. Das Dach ist wohl doch etwas reparaturbedürftig. Also eine ehemalige Pferdewiese ist definitiv. Das Gras ist aber auch nicht so super hoch. Also hier liegt doch keine Pferdescheiße. Das wäre hier ein schöner Übernachtungsplatz. Also zum Wandern ist der Tag eigentlich ganz schön. Wir sollen so 18 Grad haben. In der Sonne ist es recht warm. Man schwitzt ein ganz klein wenig. Aber der Wind, der kühlt einen doch wieder ganz schön aus. Also eigentlich überhaupt nicht schlecht. So, das kleine Crossstück, was ich gegangen bin, ist schon wieder vorbei. Hier ist schon wieder der Weg. Aber ich nehme eine Abkürzung. Ich werde hier geradeaus gehen. Diesen Wiesenweg entlang. Da bin ich doch ein bisschen ungestörter. Das sieht schon schön aus hier. Also wenn jetzt die Heide noch so richtig blühen würde, in knalllila, dann würde es richtig klasse aussehen. Zum Willenseeder Berg führt mich jetzt immer dieser Weg, aber auch dieser Weg und ich nehme diesen Weg hier. Der sieht mal ein bisschen naturbelassener aus. Also hier sehe ich jetzt mal das erste Mal so ein ansatzweise kräftiges lila Blühen der Heide. Sieht schön aus. Ist das Wetter richtig dufte, kann ich meckern. Also heute Mittag habe ich noch mit mir gerungen, ob ich wirklich losfahre, ob es wirklich lohnt. Weil da hat es noch richtig, das war tiefgrau, war bewölkt. Als ich ins Auto eingestiegen bin, da hat das richtig heftig geregnet. Und jetzt alles super. Ich hoffe, das hält sich noch ein, zwei Stunden so. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das hat sich richtig gelohnt, loszufahren. Und schön ist es hier auch. Und es gibt auch hier wirklich Wege, abseits dieser Touristenstraßen, wo nicht so viel los ist. Und fürs Auge hier, ich bin echt beeindruckt. Gefällt mir richtig gut. Was mir auch sehr gut gefällt hier, zum Beispiel auf diesem Weg, wo ich jetzt gerade langlaufe, links ist die Heidelandschaft, rechts ist dichter Wald. Also hier könnte man auch wunderbar übernachten in dem Wald.
ohne dass man gefunden wird. Also hier eine Wanderung mit Übernachtung, ja, das ist sehr gut möglich. Hier blüht die Heide schon sehr schön. Es ziehen wieder dunkle Regenwolken auf. Ich gucke am besten mal ins Wetterradar rein, ob da noch eine Guss kommt. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mich verlaufen habe so ein bisschen. Ich bin völlig von Weg abgekommen und in die falsche Richtung. Also anstatt auf den Wilsederberg zuzulaufen, bin ich von ihm weggelaufen. Und ich versuche jetzt wieder auf Kurs zu kommen. Ich laufe jetzt hier gerade so ein bisschen cross durch den Wald durch. Müsste dann wieder auf die Touristenwanderradwege stoßen, wo ich dann noch den Berg leichter finde, weil er wieder ausgeschildert ist. Auch ein sehr schöner Wald hier. Schön grün. Hier beginnt jetzt der Wilseder Berg. Besonders steil geht es nicht hoch. Ich kann aber nicht geradeaus gehen. Ich muss jetzt hier diesen Weg benutzen, den ich dann entweder links oder rechts lang gehen kann. Und dann geht auch irgendwann wieder da hinten so ein Weg hoch und auf der anderen Seite auch wieder runter. Ich gehe da mal rechts rum. Ja, das mache ich jetzt. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass der Weg rechts herum runter geht und das muss ich auch wieder rauflaufen und ich bin jetzt schon fast oben. Also ich nehme jetzt doch lieber, ich gehe links lang. Also völlig unnötige Höhenmeter muss ich ja auch nicht laufen. Der Wilseder Berg. Ich sehe da oben schon Menschen. Weit habe ich es nicht mehr. Erstmal muss ich noch diesen schönen Trampelpfad hier langlaufen und dann gleich rechts abbiegen. Ich bin gespannt auf die Aussicht von da oben. Da voraus geht es ein ganzes Stück runter. So, und da oben zeige ich einmal. Ich weiß nicht, ob das die Bergspitze ist, aber da sieht man Radfahrer. Das werde ich ja gleich erfahren. Ja, der Himmel hat sich jetzt wieder ein klein bisschen zugezogen. Die Sonne scheint nicht mehr ganz so häufig und so oft. Und der Wind, der ist so schon ganz ordentlich. Aber dafür ist es angenehm kühl zum Wandern. Echt gut. Kann nicht meckern. Wirklich nicht. Ich bin jetzt fast da. Da vorne ist eine Wegkreuzung. Und da geht dann der Weg lang hoch zu dem Berg.
Also im Moment wieder super Videolicht. Ich bin total zufrieden. Selbstverständlich erwarte ich von da oben traumhafte Aufnahmen zu machen. Das ist ja ganz klar. Ich hoffe, dass die Sonne und der blaue Himmel sich noch ein bisschen hält. Ist das hier schon die Bergspitze? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das hier die Bergspitze ist. Da vorne steht auch ein Stein. Das wird bestimmt der Gipfelstein sein. Ja, von blühender, lilafarbener Heide ist hier leider nicht viel zu sehen. Aber die Aussicht ist ganz schön. In nur 50 Meter Entfernung befindet sich noch ein zweiter Aussichtspunkt. Da kann ich jetzt mal auf die sonnenabgewandte Seite runter gucken und gucken, ob ich da die lila Farben bekomme, die ich sehen möchte. Aussichtsstelle am Berg entfernt. Und da in der Richtung ist die Schutzhütte. Und hier ist so ein kleines Stück Wald. Und hier ist in der Tat der perfekte Übernachtungsplatz mit super Aussicht.
kann ohne Probleme ein Zelt aufstellen. Das sieht keine Sau. Spinnweben. Und hier abseits der Wege geht sowieso keiner vorbei. Hammer. Ich gehe da noch mal lang. Was haben wir denn hier? Blaubeeren. Ist doch fast wie ein Schweden. Und die sind deutlich mehr als in Schweden an den Büschen. Klar, weil hier mehr Nährstoffe sind in Deutschland. Ja, auf den Wegen findet man sowas nicht. Da muss man schon mal den Weg verlassen. Schmecken sehr gut. Also guck mal, Sloty. Hier am Waldrand kannst du wunderbar ein Zelt aufstellen. Nur 100 Meter entfernt von dem Hauptwanderweg. Und das ist dann die Aussicht. Granatenmäßig. Also das werde ich machen. Hier werde ich mal eine Nacht organisieren, einplanen, durchführen. Wahnsinn. Also ich brauche mir nur zu merken, direkt vom Wilseder Berg, vor der Bergspitze, von der Aussichtsplattform, nein, das ist es nicht, von dem Aussichtspunkt, von da aus in Richtung Osten gehen. Da kommt dann so eine kleine überdachte Hütte. Und ein kleiner Buchenwald. Und dann bin ich hier mitten in der Heide. Mitten darunter gucken. Und hier kann ich überall ein Lager aufbauen, ohne dass mich irgendeine Sau sieht. Das wird ein Projekt. Ja, jetzt bin ich gerade auf der windabgewandten Seite, gehe den Berg dort hinunter und hier ist es völlig windstill. Cool. So, und da oben, wo der Wald beginnt, da habe ich mir den Übernachtungsplatz ausgesucht. Das werde ich machen. Also zu Beginn der Tour hatte ich echt Bedenken, dass hier viel zu viel Tourismus ist auf diesen ganzen Wegen. Aber mittlerweile, hier ist nichts mehr los. Man ist hier echt flüssig. Ab und zu trifft man mal ein paar Wanderer, Spaziergänger oder Mountainbiker, aber wenig, echt wenig. Genauso wie es mir gefällt. Echt klasse. Mittlerweile bin ich auch auf dem Rückweg zum Auto. Ich muss mich auch ein bisschen sputen. Das ist jetzt 10 vor 6. Um 6 wollten die Kinder kommen zum Grillen. Und ich werde sicherlich noch 2 Stunden brauchen, bis ich zu Hause bin. Bin mir nicht so ganz sicher, wie weit das noch bis nach Undelo ist, wo der Wagen jetzt steht. Aber so mit 4 Kilometern muss ich noch rechnen. So hundertprozentig weiß ich das auch nicht. Diese ganze Tour ist so ein bisschen von, ich weiß nicht genau, begleitet. Ich habe mich auch einmal verlaufen und da bin ich ja nicht in Richtung des Bergs gegangen, sondern weg von dem Berg.
Aber ich habe schöne Sachen gesehen, also kann echt nicht meckern. Ja, jetzt muss ich ein bisschen Hackengas geben, damit ich nicht ganz so spät komme. Jetzt ist das Grillfleisch nachher kalt, wenn ich komme. Das möchte ich ja auch nicht. Aber trotzdem, es hat sich gelohnt. Es hat sich absolut gelohnt. Also ich bin noch gar nicht am Wagen, aber ich könnte jetzt schon mal ein Fazit sprechen. Heute Mittag saß ich in der Wohnung. Da hat es gepieselt. Die Wetter-App war nicht so vielversprechend. Es hätte eigentlich heute den ganzen Tag hier bedeckt sein müssen. Nur ganz gelegentlich sollte mal die Sonne durchkommen. Überleg, oh, das war kein schönes Licht zum Film. Bin dann trotzdem losgefahren in strömenden Regen und hatte hier vor Ort echt noch super schöne Stunden. Echt klasse. Also der Tag hat sich gelohnt. Der Wilseder Berg hier und die Lüneburger Heide, ein echter Knaller. Hier macht das wirklich Spaß zu wandern, auch sehr abwechslungsreich. Hier wieder Buchenwald, rechts des Weges und links des Weges die Heide. Sehr abwechslungsreich, ganz toll. Ah ja, noch 2,6 Kilometer bis zum Auto, dann bin ich zurück. Und 1,7 bin ich schon wieder gelaufen. Interessant, habe ich nicht gemerkt, absolut nicht. Finde ich auch großartig, dass hier überall Bänke sind, dass sich die Wanderer hier mal erholen können. Das haben die echt schön gemacht. Okay, ich bin jetzt fast wieder im Auto angekommen. Ich bin jetzt etwas über 4,5 Stunden unterwegs gewesen, bin so 14,4 Kilometer gelaufen, zeigt mein Tacho. Und die Tour war ein Knaller, kann ich nicht anders sagen, wie immer. Hat mich echt gefreut, dass ich noch den Mut aufgebracht habe und bin einfach losgefahren. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.